Gleichberechtigung für alle. Nachdem im letzten Jahr erstmals die weiblichen Studierenden im Hörsaal masturbieren durften, kommen jetzt auch die Männer zu ihrem Höhepunkt. Mit Banane und Kondom bei der Seminarvorbereitung für das nächste Semester. Professor Dr. Winter möchte gemeinsam mit seinen männlichen Studenten Hand anlegen. Er ist ein wahrer Ehrenmann. Im Sommersemester fand das erste Mal und sehr erfolgreich der Kurs der weiblichen Ejakulation statt. Und das hat uns sehr gefreut. Aber wir sind eine genderneutrale Uni. Unisex-Toiletten, das ist ein großes Thema bei uns. Da ist es natürlich die logische Konsequenz, dass wir diesen Kurs nun auch für Männer fortführen. Und deswegen planen wir für das nächste Sommersemester den Kurs der Masturbation des Mannes. Die Menschen an der Uni reagieren auf das neue Seminarangebot gespalten. Gibt's den schon? Ja, ist doch eine geile Sache. Wer wird sowas nicht mitmachen? Sollte es eine tatsächliche Nachricht sein mit Wahrheitsgehalt, dann würde ich trotzdem einen entsprechenden Kurs für Männer auch unter dem Aspekt der Gleichberechtigung für Quatsch halten. Ja, im Prinzip, wenn die Leute Spaß daran haben, können sie das gerne machen. Für mich ist es jetzt nicht unbedingt was, aber es stört mich auch nicht, wenn da irgendwer dran teilnimmt. Von daher. Klingt an einer spritzigen Angelegenheit. Von einer anonymen Hochschulgruppe haben wir dubiose Aufnahmen erhalten. Diese stellen den Professor in ein fragwürdiges Licht. Die unwissenschaftlichen Unterrichtsmethoden werden in diesen Aufnahmen deutlich. Wichtig ist, den Schwanz von vorne nach hinten zu reiben, ja? Und dabei die Eichel, den Hodensack in kaltes Wasser legen. Dann kommen wir jetzt zur Live-Beschauung, und zwar ganz einfach. Entschuldigung, filmen Sie da hinten? Masturbation ist nicht im Sinne Gottes! Der Teufel hat seine Hände im Spiel. Die Universitätsleitung hat trotz der Zweifel an den Methoden des Professors in einem Schreiben überraschend positiv reagiert. Es heißt, da die Uni Bielefeld einen toleranten und geschlechtsneutralen Umgang der Studierenden miteinander anstrebt, stellt ihr entwickeltes Seminar eine sinnhafte Ergänzung dar. Es wird sich zeigen, wie die Bielefelder Studenten das Angebot wahrnehmen. Fakt ist, Professor Winter zieht sein Ding durch.